was bisher geschah. Gebissen? Du meinst von einem Dinosaurier? Ich weiß nicht. Die Flecken sind ein Hinweis auf Gift, aber das ist kein Dilophosaurus-Biss. Es darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex? Das ist mehr als inakzeptabel. Ich muss mit Muldoon und dem Sicherheitsteam reden. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Da draußen überleben sie nicht. Wir holen sie daraus. Willkommen an Bord. Hallo? Jemand will uns kontaktieren, oder? Es kommt aus den Lautsprechern. Sie müssen über den Notrufkanal senden. Moment, ich werde das zurückverfolgen. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic Park The Game. Ich bin Rotmec und wir sind hier bereits im Besucherzentrum und werden jetzt kontaktiert. Also dann müssen wir mal uns dann umschauen, aber erstmal hier X. Hier ist nichts. Hier ist nichts, okay. Dann gehen wir mal die Kisten anschauen. Die Telefone sind tot, okay. Das haben wir verstanden. Dann schauen wir uns hier mal um. Was ist passiert? Moment mal. Total im Eimer. Dr. Harding, hören Sie mich? Sind Sie schon im Besucherzentrum? Hier ist ein Funkgerät. Kann ich helfen? Was für ein Zufall. Oh, nicht geschafft. Gut. Alle guten Dinge sind zwei. Ja, ich muss halten. Ist auch schwierig. Jetzt den richtigen Kanal? Das dürfte ein bisschen schwieriger werden, als ich dachte. Schwach. Was heißt da schwach? Alles ist schwach. Boah, komm. Wie viel... Schwach. 6,5 Stunden später. Da ist 4. So, jetzt haben wir's. Hallo? Hallo? Na, super. Hier ist Jerry Harding, der leitende Tierarzt. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laura Sorkin. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Dr. Sorkin, Sie sind noch auf der Insel? Wir sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Und was ist mit Ihnen? Ja, super. Und dafür hatte ich so lange. Tut mir leid. Ja, wir sitzen auf der Insel fest. Besucherzentrum leer. Entkommener T-Rex. Besucherzentrum leer. Erstmal wollen wir in Sicherheit kommen. Besucherzentrum ist niemand mehr. Und es sieht aus, als wäre ein Tornado hier durchgefegt. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind zusammengebrochen. Da bricht im Park natürlich das Chaos aus. Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke mal, er wollte uns nicht zurücklassen. Nein, natürlich nicht. Ich versuche, auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Ich habe hier eine sehr kranke Frau. Scheinbar wurde sie gebissen, aber ich weiß nicht wovon. Auf jeden Fall etwas Hochtoxisches und... Toxisch? Ausgefranste Wundränder? Heterodonte Bissspur, etwa 20 cm Kieferbreite? Ja, genau so ist es. Was ist mit Ihren Augen? Farbloses Klera? Obsoklone? Ja, richtig. Genau so sieht es aus. Verdammt. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Carfentanyl? Wer weiß denn das schon? Ob wir das haben? Nein, Carfentanyl, mal fragen, was es überhaupt ist, da? Nein, habe ich nicht, Doktor. Wozu sollte ich... Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Sicher hast du Zeit. Ein Milliliter reicht, wenn sie klein ist, weniger. Dr. Sorkin, bei allem Respekt, aber diese Dosis würde sie töten. Dr. Harding, Sie müssen mir vertrauen. Sie brauchen ein starkes Beruhigungsmittel gegen die Toxine und zwar schnell, wenn Sie überleben na wollen. Na gut, okay. Vielleicht im Labor. Nein, stopp! Die Betäubungspfeile für das Gewehr. Das ist eine Endorphinmischung. Das könnte klappen. Geben Sie ihr das so schnell wie möglich. Bleiben Sie so lange bei ihr. Wenn das Zittern beginnt, müssen Sie sie ruhig halten. Aber
Ist das nicht gefährlich? Wenn normalerweise jemand einen Anfall... Bitte befolgen Sie bloß meine Anweisung. Ihr Leben hängt davon ab. Rufen Sie mich auf diesen Kanal, nachdem Sie ihr das Beruhigungsmittel verabreicht haben. Das genügt. Nein, nicht wieder den Kanal suchen. Ich brauche an dem ich Sie behandeln kann und ich brauche... Betäubungspfeile. Ich hab's gehört. Sie sind im Auto. Ich hol Sie. Okay, hör zu. Wenn du etwas siehst oder hörst, geh kein Risiko ein. Komm einfach sofort zurück. Keine Angst, das mache ich. Klar doch, klar doch. Dann können wir auf die Tusse schießen. Geil. Also dann, Mädchen, lauf zum Wagen. Los geht's. Nur nicht stürzen. Sonst sind wir ein gefundenes Fressen für die Tiere. Jetzt kann sie schon selber Treppen laufen. Super. Und da bewegt sich was, ja. Was wäre eigentlich der Zeitpunkt, um zurückzukehren? Das ist kein guter Abdruck. Oh, oh, oh. Das gefällt mir nicht. Ui. Aber die Waffe brauche ich nicht unbedingt. Ich brauche die Kiste, genau. Und dann lauf. Lauf! Jessie, raus! Jetzt! Was? Ach du! Grüne Neune!